Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe zu den verschiedenen Anflügen. Und heute wollen wir uns den nächsten Non-Precision Approach ein bisschen genauer anschauen, nämlich den VOR-Approach. Im letzten Teil haben wir uns ja schon die NDB-Anflüge angeschaut. Falls ihr den Teil noch nicht gesehen habt, schaut mal oben rechts in der Infocard, da habe ich euch das Video verlinkt. Und schaut euch das Video am besten vorher an, dann habt ihr nämlich alle wichtigen Basics auch für dieses Video hier. Ansonsten legen wir jetzt mit den VOR-Anflügen los. Let's go! VOR steht für Very High Frequency Omnidirectional Range und ist im Gegensatz zum NDB kein ungerichtetes Funkfeuer, sondern ein Drehfunkfeuer. Dieses Funkfeuer sendet ein Signal in alle Richtungen aus, aber anders als beim NDB braucht unser Flugzeug keine Peilanlage, um zu wissen, wo die Station steht, sondern diese Infos werden mit dem Signal ausgestrahlt und dann von unserem Flugzeug kodiert. Es wird also auf jedem einzelnen der 360 Grad im Umkreis ein Signal ausgesendet, sprich in Richtung von 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad und so weiter bis 360 Grad auf der Kompassrose. So ein Strahl in eine bestimmte Richtung vom VOR aus nennt man auch ein Radial, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das Radial 085 zeigt also vom VOR aus gesehen in Richtung 85 Grad, also quasi fast in Richtung Osten. Im Flugzeug können wir diesem Radial dann folgen und wissen dadurch ganz genau, in welche Richtung wir uns vom Radial aus gesehen bewegen. Wir können das Radial natürlich auch in entgegengesetzte Richtung, also zur Station hin, abfliegen. Das wäre dann ein Inbound Radial, also einfach die Gegenrichtung zum eigentlich ausgesendeten Outbound Radial. Wichtig zu unterscheiden. Das VOR hat manchmal auch ein DME mit verbaut, damit können wir dann auch noch die Entfernung zur Station ablesen. Meistens ist ein VOR etwas genauer in der Navigation als so ein NDB, deswegen sind zum Teil bei Anflügen die NDB-Minima höher als die von einem VOR-Anflug. Als Beispiel schauen wir uns jetzt mal das Berlin-Brandenburg-VOR an. Wie beim NDB hat auch jedes VOR eine bestimmte Frequenz, auf der das Signal ausgesendet wird. Hier 114,1 MHz. Und außerdem gibt es auch wieder einen zwei- oder dreistelligen Identifier, hier Bravo Bravo India, sowie einen Morsecode zur Identifizierung. Hier an dem kleinen D können wir übrigens erkennen, dass das VOR in unserem Fall auch ein DME hat. Wenn wir jetzt also wieder wissen, welchem Radial wir vom VOR folgen müssen und wie viele Meilen wir vorher wie schnell sinken müssen, um zur Landebahn zu kommen, dann haben wir auch schon alle Infos, die wir brauchen, um einen Anflug daraus zu machen. Und genau das schauen wir uns jetzt an in verschiedenen Flugzeugen. Wir starten mit der 737, in der ich wieder alle wichtigen Basics erkläre, den Teil also auf jeden Fall anschauen und danach zeige ich euch noch in der ATR und den Airbussen, wie es dort geht. Ich würde sagen, ab ins Flugzeug. Als erstes müssen wir natürlich wieder im FMS den VOR-Approach auswählen, in unserem Fall also der VOR-Approach auf die 25 links in Berlin. Entweder der Anflug steht als VOR-Approach oder so wie hier als VDM, also als VOR-DME-Approach im FMS. Wenn wir den Anflug dann eingegeben haben, checken wir als nächstes die Wegpunkte im FMS mit unseren Anflugkarten. Die schauen wir uns jetzt also auch mal an. Wir nutzen für den Anflug das eben schon angesprochene Berlin-Brandenburg-VOR auf der Frequenz 114,1. Das D zeigt uns wieder, dass die Station auch ein DME hat. Dabei folgen wir dem Inbound Radial 245 bzw. dem 65er Outbound Radial vom VOR, um zur Landebahn zu kommen. Der Anflug startet dann aus 3000 Fuß beim Wegpunkt Xanim. Der liegt bei 11,5 Meilen von Bravo Bravo India, also 11,5 Meilen vor dem Berlin-Brandenburg VOR. Wir sinken mit ziemlich genau einem 3 Grad Sinkprofil bis zu unserer Entscheidungshöhe, in dem Fall 730 Fuß. Und auch hier haben wir, wie im letzten Video zum NDB-Anflug schon gezeigt, wieder solche Checkhöhen in der Tabelle, die wir dann im Anflug wieder mit unserer tatsächlichen Höhe abgleichen können. Unsere VOR-Frequenz setzen wir hier unten im NAV-Panel und den Kurs von 245 Grad drehen wir dann hier oben bei Course ein. Wenn wir dann unseren Schalter hier auf VOR stehen haben, dann sehen wir hier jetzt unsere grüne VOR-Nadel sowie den Identifier BBI mit der DMI-Angabe. Wenn man es im FMS in den Optionen aktiviert hat, kann man sich das Radial auch hier mit dieser grünen Linie visualisieren. Das Ganze können wir entweder wieder ganz analog fliegen, indem wir unser Heading und damit letztlich den Track so anpassen, dass wir genau dem Radial bzw. genau der Nadel folgen. Und für den Sinkflug nutzen wir dann wieder Vertical Speed, dazu einfach die Ground Speed nehmen und durch zwei Teilen eine 0 dranhängen, also in unserem Fall 1000 Fuß pro Minute, die wir dann hier im MCP eindrehen. Damit folgen wir dem Radial und dem Sinkprofil, was wir beides dann dauerhaft überwachen und gegebenenfalls anpassen. Oder, damit man das Heading nicht dauernd an den Wind anpassen muss, kann man auch einfach hier auf VOR Lock drücken und dann folgt der Flieger dem eingedrehten Radial. Sinken müssen wir aber trotzdem mit Vertical Speed. Oder wir machen es uns noch einfacher und lassen einfach LNAV und VNAV aktiviert. Dann müssen wir nur wieder die Höhe im Autopiloten auf das Minimum runterdrehen und schon fliegt das Flugzeug alles alleine ab. Natürlich auch hier wieder immer alles gegenchecken. Moderne 737s wie unsere PMDG hier haben auch noch eine weitere entspannte Möglichkeit, das Ganze abzufliegen, das IAN.
IAN steht für Integrated Approach Navigation und ist ähnlich zum FLS im Airbus. Das schauen wir uns in einem anderen Video nochmal genauer an, wie das genau funktioniert. Bei einem normalen 3-Grad-Anflug können wir das System aber nutzen, um den Anflug zumindest von der Indikation her so wie ein ILS zu fliegen. Um das IAN nutzen zu können, drücken wir einfach auf den Approach-Knopf im MCP kurz vor Xanim und dann sehen wir zum einen unsere ILS-ähnlichen Anzeigen und zum anderen, dass der Flieger jetzt im FAC-Modus, also dem Final Approach Course, und im GP, also dem Glide Path-Mode, unterwegs ist. Und in diesem Modi fliegt dann die 737 den Anflug für uns ab. Sobald der Anflug allerdings steiler ist als 3 Grad, können wir das IAN nicht mehr nutzen. Übrigens noch eine kleine Ergänzung, auch bei einem 3 Grad NDB-Anflug können wir das IAN nutzen, auch wenn ich das im letzten Video nicht explizit erwähnt habe. Wir können natürlich auch auf Heading und Vertical Speed zurückwechseln, falls der Flieger irgendwelchen Quatsch machen sollte. Und mit diesen verschiedenen Möglichkeiten können wir jetzt bis zu unserem Minimum runterfliegen, dann haben wir die Bahn entweder in Sicht oder wir starten durch. Und so einfach geht's, ein VOA mit der 737 zu fliegen, relativ ähnlich zum NDB, nur mit noch mehr Möglichkeiten. Als nächstes machen wir mit der ATR 42 und 72 weiter, da funktioniert es nämlich ziemlich ähnlich. Wir stellen unser VOA-DMI, BBI, hier auf der NAV-Seite ein und schalten es einmal aktiv. Dann sehen wir hier, wenn wir auf die Bildschirme klicken, wieder unsere Nadel und die DMI-Angabe zur Station, sowohl links auf dem PFD als auch rechts auf unserem ND. Jetzt folgen wir mit unserem Heading der Nadel und stellen das Heading so ein, dass der Track, also unser magenta Diamant hier oben, auf der Nadelspitze liegt. Wichtig ist, dass die Nadel, wenn wir ihr folgen, auch genau in Richtung 245 Grad zeigt, ansonsten fliegen wir nämlich ein anderes Radial ab. Ansonsten, sobald wir das gemacht haben, können wir dann hier beim Wegpunkt Xanim wieder mit Vertical Speed den Sinkflug einleiten und folgen damit unserem Profil. Denkt dabei auch an die Checkhöhen und daran, regelmäßig das Heading und damit auch den Track an den Wind anzupassen. Wenn wir uns das sparen wollen, können wir stattdessen auch hier oben die NAV-Quelle vom FMS auf die NAV-Frequenz wechseln, so wie bei einem ILS. Wichtig ist aber, dass ihr vorher auf Heading wechselt, sonst kann es nämlich sein, dass der Flieger eine ungewollte Kurve macht. Jetzt können wir hier oben unseren Kurs, also das Inbound Radial, eindrehen, was wir hier unten sehen. Und wenn wir dann den NAV-Mode aktivieren und in Reichweite des Radials sind, folgt der Flieger ihm und wir müssen uns nicht mehr ums Heading kümmern. Allerdings müssen wir, anders als beim ILS, die Sinkrate mit Vertical Speed wieder selber wählen. Wenn wir uns auch das sparen wollen, können wir im Descent einfach den NAV-Modus entweder mit VOA oder FMS als Quelle nutzen und den VNAV-Modus aktiviert lassen und einfach die Höhe aufs Minimum runterdrehen. Dann kümmert sich das Flugzeug um die laterale und auch um die vertikale Navigation. Gleichzeitig können wir das wieder mit der Nadel gegenchecken und die Höhen vergleichen wir wieder mit der Tabelle. Dann am Minimum Autopilot und Flight Director aus und nach Sicht weiterfliegen oder halt durchstarten. So viel zur ATR, funktioniert also auch hier ähnlich wie bei den anderen Flugzeugen. Im A310 können wir den Anflug auch wieder aufwendiger oder einfacher fliegen. In jedem Fall setzen wir unseren Schalter hier oben auf VOA. Dann können wir nämlich hier unten unsere Frequenz und den Inbound-Kurs von der Station eindrehen. Wenn wir dann hier unseren ROSE-Modus nutzen, sehen wir dann unser eingestelltes Radial hier unten visualisiert. Ziel ist es, das Heading entlang der Nadel genau so einzudrehen, dass der mittlere Teil der Nadel auf den äußeren Teilen liegt. In etwa so. Wenn der Balken rechts von uns ist, müssen wir das Heading nach rechts korrigieren. Wenn er links von uns ist, dann nach links. Bei unserer DMI-Anzeige hier sehen wir übrigens wieder die Entfernung zum DMI. Darunter ist übrigens auch noch eine analoge Anzeige für die VOA-Nadel. Die zeigt in Richtung der Station, zeigt uns aber nicht automatisch unser gewünschtes Radial ein. Also egal wo wir sind, die Nadel zeigt einfach immer stumpf zur Station hin. Unsere DMI können wir alternativ auch wieder hier auf der Progress-Seite ablesen, wenn wir die Station BBI eintragen. Wie im NDB-Anflug auch schon, aktivieren wir in der Performance-Seite hier Final 3.0 kurz vor dem Endanflug und drehen auch den FPA von 3 Grad oben mit ein. Dann starten wir den Anflug am Punkt Xanim mit Vertical Speed und der üblichen Faustformel für ein 3 Grad Sinkprofil. Wir können das Ganze natürlich auch wieder faul machen und drücken einfach hier auf V und L, was für VOA und LOG steht. Dann folgt das Flugzeug dem Radial, wenn es nah genug dran ist. Aber auch hier dran denken, die Sinkrate müssen wir wieder selber wählen. Im Gegensatz zum 320 oder der 737 können wir hier nicht den Land-Knopf benutzen bzw. den Approach-Knopf benutzen, aber wir können auch mit NAV weiterfliegen, müssen aber auch hier wieder mit Vertical Speed weiter sinken. Jetzt auch wieder egal, wie ihr den Anflug fliegt, jede Meile die Höhe checken und schauen, ob man noch auf dem richtigen Radial unterwegs ist. Am Minimum dann nach Sicht weiterfliegen oder, ihr ahnt es, durchstarten. Und schon ist der VOA-Anflug im 310 gemeistert. Zuletzt schauen wir uns das Ganze jetzt noch im Phoenix A320 an. Da setzen wir unsere VOA-DMI hier auf der RadNav-Seite und checken einmal, dass oben der jeweilige Schalter auch auf VOA steht. Wenn wir möchten, können wir auch das Inbound-Radial setzen, dann bekommen wir es im ROSE-Mode,
wie auch im A310 und übrigens auch in der 737 im VOR-Mode dann angezeigt. Jetzt sehen wir zum einen hier im DDRMI, dem Standby-Instrument, die DMI-Entfernung und sehen auch die VOR-Nadel, die auch hier wieder stumpf zur Station hin zeigt. Neben dem Rose-Mode können wir aber auch den ARC- oder den NAV-Mode im Navigation-Display verwenden. Da sehen wir hier dann wieder die weiße Nadel, die einfach stumpf zum VOR hin zeigt und wir sehen hier unten unsere DMI-Anzeige für BBI. Oder wir nutzen dafür wieder unsere Progress-Seite, wo wir dann BBI hinterlegt haben. Um das Ganze abzufliegen, gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder klassisch mit Track und FPA, dazu einfach hier oben drücken und schon könnt ihr statt Heading und Vertical Speed auch einen Track und einen Flight Path Angle eindrehen. Damit können wir dann unseren Track auf die VOR-Nadel legen, checken, dass die Nadel auch wirklich auf unser Radial 245 zeigt und dann bei Xanim oder bei 11,5 Meilen vor BBI drehen wir dann die minus 3 Grad Sinkrate ein, ziehen einmal am Knopf und damit fliegen wir dann den richtigen Sinkwinkel und das richtige Radial. Oder wir überlassen die laterale Navigation dem FMS und fliegen dann mit dem NAV-Mode weiter. Gleichzeitig müssen wir aber den FPA wieder selbst einstellen, um zu sinken. Oder wir nutzen wie in der 737 den Approach-Knopf, den wir dann kurz vor dem Punkt Xanim aktivieren. Damit fliegen wir den Anflug wie bei einem NDB entweder im Final Approach-Mode ab oder wenn wir einen FLS aktiviert haben, nutzen wir den F-Glide-Slope und F-Lock-Modus. In beiden Fällen fliegt der Flieger den Anflug dann bis zum Minimum ganz alleine ab. Und egal auf welche Weise wir den VOR-Anflug abfliegen, wir checken auch immer unsere Position und die Höhe gegen, die wir laut Karte haben sollen. Am Minimum dann wieder Autopilot und Flight Director aus und nach Sicht weitermachen oder once again durchstarten. Und schon habt ihr es auch im 320 geschafft mit dem VOR-Approach. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das Thema jetzt besser verstanden und könnt in Zukunft jeden VOR-Anflug meistern. Wenn noch Fragen sind, dann ab in die Kommentare damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Als nächstes schauen wir uns dann RNAVs, RNPs und RNPAR-Anflüge an. Aktiviert also die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, viel Spaß beim Selbstausprobieren und habt natürlich wie immer always happy landings.